Aber jetzt. Denk mal, auch wieder nicht großartig bestätigt, ja. Dann reicht das hier. 80, 91, gut. Ja, aber. Auch alles gut heile. Hallo, Pferdchen. Ich werde Schlachter, wenn ich groß bin. Was will er werden? Schlachter? Sie ist noch nicht hier. Wir müssen warten. Wirklich romantisch. Leck mich am Arsch. Oh Mann, ey. Geralt. Seh an. Es hat schon Kriege um hässlichere Frauen gegeben. Na, Überfälle jedenfalls. Ja, sie ist hübsch. Gehen wir. Ja, aber du hast Triss. Behalt das im Hinterkopf. Ja, immer langsam. Du willst so gehen, wie du bist? Wie Was sonst? Haben die immer mit meiner Kleidung? Hast du nicht gesehen, was sie trägt? An die Seite eines solchen Juwels passt doch keine Vogelscheuche. Eine Hochzeit erfordert nichts weniger als Abendgarderobe. Ich habe zufällig keine da. Ach nein? Und was ist das da? Oh nein, wir klauen nicht. Komm schon, wir leihen es doch nur. Oh nein. Ich sagte, oh, das ist genau das Richtige. Das geht nach hinten los. Das ist aber eine andere Kleidung als die, die da hing. Passt perfekt. Wie maßgeschneidert. Das war eigentlich was dafür. Nun zu den Schuhen. Man braucht Schuhe auf Hochzeiten. Vor allem dieser Blick dann auch noch von ihm. Hm. Und noch das hier. Das passt so überhaupt nicht zu Geralt. Also, diese Mimik, diese Art und Weise zu reden, das passt nicht. Strecken und vierteilen soll man mich, wenn ich je eine schönere Frau sah. Viel zu tun gibt es da ja nicht mehr. Augen wie ein Reh. Ein Schwanenhals, eine Taille so schmal, dass man sie umfassen kann. So macht es doch tatsächlich Spaß mit dir. Ach du Scheiße, was sind das denn? du wirst auf jeden Fall mehr Spaß haben, wenn du mich kennenlernst. Das funktioniert. Okay, kann mir nicht das Wasser reichen. Nein, was den Humor angeht. So ist es. Geralt war ein schrecklicher Langweiler. Doch heute ist alles anders. Ich mag Geralt. Und wie, das sehe ich. Er ist nicht allzu gesprächig. Er ist ein Idiot. Doch ich werde alles wieder gut machen. Willst du meine Frau werden? Ein großer Schritt, aber ich denke drüber nach. Lass uns zur Hochzeit gehen. Kann ich bitte kurz mit Geralt sprechen? Wozu denn? Hier geht es um mein Vergnügen, nicht um seins. Nur ganz kurz. Du bist gleich wieder dran. Beeil dich. Ich will schließlich nicht bis Mitternacht warten. Geralt, ich stelle dich jetzt den frisch Vermählten vor. Sorg dafür, dass dein Freund mir keine Schande macht. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Ich habe Stuss geplappert wie ein Volltrottel. Zum Teil hat mir der Stoß gefallen. Was denn zum Beispiel? Du könntest bisweilen etwas entspannter sein. Entspannter? Hältst du mich für verklemmt? Ich meine, es wäre schön, wenn du dich hin und wieder zurücklehnen und das Leben genießen könntest, statt ständig aller Leute Probleme lösen zu wollen. Aber was hat das mit... Ach, ich verstehe es nicht. Natürlich nicht. Du bist so klug wie ein alter Schiffszwieback. Sei froh, dass du mich hast. Nein. Wir reden später. Gehen wir jetzt zur Hochzeit.
Soll der Geist seinen Spaß haben, dann haben wir es hinter uns. Endlich kommt von dir mal was mit Substanz. Wir schwingen das Tanzbein, bis die Sonne aufgeht. Bis Mitternacht und keinen Moment länger. Das reicht nicht. Um Mitternacht bin ich nicht mehr anständig blau, geschweige denn... Streng dich an. Ich glaube an dich. Die Abmachung war, dass du dich bis Mitternacht amüsierst. Dann kommt die Haubenzeremonie und du gehst wieder ins Grab. Na gut. Dieses Grinsen, ey. Hier entlang, meine Erdbeere. Meine Erdbeere, jetzt ist es aber soweit. Hallo Welt, da bin ich wieder. Ich will verdammt sein. Eine richtige Hochzeit. Volle Tafeln, Speis, Trank und Geselligkeit. Und schöne Frauen. Also ich habe mich ja tatsächlich schon drauf gefreut, auf die Hochzeit zu gehen. Aber das ist ja... Oh Gott, das geht doch in die Hose. Aber oh, keinen so schön wie du, Rhabarbertörtchen. Rhabarbertörtchen, also jetzt hört's echt auf. Vorsicht vor dem Hund, Shani. Was immer im Zwinger ist, es ist so groß wie ein Pferd. Pass auf, jetzt kommt da so ein kleiner... Danke für die Besorgnis, aber der Zwinger ist leer. Einen solchen Menschenfresser lassen Sie frei laufen? Sind die Hochzeitsgäste gewarnt? Das sieht wahrhaftig nach einer Sause aus. So eine schöne Vogelbeere. Als ich jung war, habe ich Halsketten aus ihren Früchten gemacht. Und als ich jung war, haben Olgiert und ich fantastischen Fusel aus den Beeren gebrannt. Ich stelle dich jetzt dem jungen Paar vor. Bitte benimm dich. Für dich, mein Vogelbärchen, tue ich alles. Mein Vogelbärchen. Komm, machen wir unsere Auffahrt. Ich werde keinen Schritt von deiner Seite weichen. Das ist natürlich jetzt 300 von 1. Boah. Respekt. Ich glaube, ich hätte nicht mehr bis 100 ausgehalten. Wir wären auch aus Kovia angereist, als hätte sein müssen. Sachchen. Herr Jonas. Noch einmal. Alles Gute für dein neues Leben. Vielen Dank. Jetzt sind wir dran. Möge jeder Segen euch zuteil werden. In Gesundheit und Freude sollt ihr leben. Und Harmonie und Liebe sollen euch auf immer verbinden. Vielen Dank, aus ganzem Herzen. Und nun, genießt das Fest. Wir sind dran. Benimm dich. Dies sind meine liebe Freundin Aldona und ihr Ehemann Jonas. Es ist mir eine Ehre. Möge die Sonne euren neuen Lebensweg hell erleuchten. Ich bin Flott. Und dies ist ein alter Freund von mir, Gerald von Riva. Der sich jetzt flott vorstellt. Genau, das bin ich, Gerald, ein Hexer. Herzlichen Dank für die erweiterte Gastfreundschaft. Ich liebe Hochzeiten, wegen der Bräute, die duften vielleicht. Ich könnte glatt. Aber ja, wir werden uns sicher alle köstlich amüsieren. Was findest du an dem Typen? Mitgift denn anständig, woher kennst du Shani? Komm, das ist wenigstens. Sag mir, Aldona, woher kennst du meine liebe Shani? Vom Medizinstudium. In Ochsenfurt. Das waren schöne Zeiten. Für mich waren sie viel zu schnell vorbei. Meine Familie konnte sich mein Studium nicht leisten. Nach dem ersten Jahr musste ich aufhören. Es ist nie zu spät für Bildung. Dein Mann versorgt dich ja jetzt. Da kannst du dein Studium bestimmt beenden. Ich weiß nicht. Darüber haben wir nie gesprochen. Aber Jonas, du hast Aldona doch nicht nur als Bettwärmer geheiratet, oder? Sicher kann sie weiter studieren. Das ist unsere Sache. Du musst dich da nicht einmischen. Ich mische mich nicht ein. Ich frage nur. Ich bereue gerade, dass ich gefragt habe, ne? Wie meine Schwester. So frage ich dich als Schwager, hilfst du ihr? Wir werden das ganz gewiss später besprechen. Brav, mein Knabe. Ich wusste gleich, dass du anständig bist. Das geht in die Hose. Vor allem dieser Blick, ey. Genug geschnattert. Alles die andere. Zeit, sie fliehen. Das funktioniert nicht. Hast du noch einen Termin? Ich? Ich kann's nur nicht erwarten, euren Schnaps zu testen, mit den Frauen zu tanzen, ihre herrlichen... Jonas!
Jonas und ich haben ein paar hübsche Mädchen eingeladen. Oh, hättet ihr mal vielleicht noch Knaben davon eingeladen. Aber todsicher. Und vielleicht gefällst du einer von ihnen. Das wäre fein, aber eigentlich ist es mir egal. Kommt, trinken wir. Scheiße. Die denken sich auch nur so, Alter, was ist das für ein Fatzke? Nimm bis Mitternacht an den Hot Sitz Festivitäten teil. Weiß nicht, jetzt hab ich die Tante genommen. Oh nein. Was für ein Sport ist das? Ihr stolpert hinter Schweinen her, oder? Die Jungs kämpfen darum, zum König der Schweinehirten gekrönt zu werden und um den dazugehörigen Preis für ihre Weib, ich meine, ihre Frauen zu ergattern. Und die Regeln? Man muss der Sohn eines Schweinehirten sein, richtig? Nein, jeder Mann kann sein Glück versuchen. Man muss nur die gelb markierten Schweine in den Ferch treiben. König der Schweinehirten, wie? Und was erhält er genau? Eine fürstliche Summe, will ich hoffen. Kein Geld, es geht nur um die Ehre. Der König der Schweinehirten erhält als Krone einen Lorbeerkranz, der als Zeichen seiner Würde am Sattel befestigt wird. Du hast noch Preise für die Frauen erwähnt. Sind die der Mühe wert? Aber sicher! Schön wie Gemälde, jeder einzelne. Gewinne und sie selbst. Nee, ich glaube, ich mache mich jetzt lächerlich. Aber warum nicht? Es wäre uns eine Ehre. Schaff diesen Krug. Oh je. Der bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett. Wie soll er da ein Schwein einfärchen? Lass mal den Hexer ran. Oh. Siehst du meine Bewegungen, Charlie? Ja, die Schweine fällt, ja. Und schlau wie ein Fuchs. Ich werde diesen Trottel zeigen, wie man ein Schwein zu treiben hat. Frage ist, müssen die hier rennen oder müssen die in das andere Ding da rein? Komm, kleines Schweinchen. Vor allem, die rennen ja so gewaltig. Die rennen überall hin. Nein. Pack das weg. Schweine, seid brav, sonst brenne ich euch mit einem Zeichen ein Loch in den Hals. Ich will gerade sagen, funktioniert das? Nein, funktioniert nicht. Ja, eins haben wir. Ein Schwein eingefärbt. Nein. Ja, genau da rein. Haha! Das hat super geklappt. Trottel, lernt von eurem Meister. Sind die Schweine eingepfercht? Wahrlich, das sind sie. Meister Hexer, wir haben lange nicht mehr so einen guten Schweinetreiber gesehen. Deine Familie hatte einen großen Pferch, oder? Komm, gib's zu. Meine Familie besaß viele Pferche. Was nicht bedeutet, dass ich Erfahrung als Schweinetreiber hätte. Wie auch immer, die Krone geht an einen guten Mann. Und die Auserwählte des Königs erhält ein passendes Geschenk. Ja. Nein. Versteck es aber nicht in irgendeiner Tasche. Binde es an einem Pferd fest, damit alle es sehen können. Was sagst du nun, Schatz? Hast du jemals jemand Geschickteren gesehen? Auf jeden Fall kannst du gut Schweine durch den Schlamm treiben. War lustig, dir zuzusehen. Naja, echt? Fand ich jetzt nicht so, aber okay. Wie gefällt der Blume meines Herzens der, Preis, den ich ihr gewonnen habe? Das ausgestopfte Schweinchen? Es gefällt mir, wirklich. Ich wollte schon immer eins haben. Sag mir, Shani, mit was bekommt man dich rum? Wie meinst du das? Oh nein. Ich möchte dich erobern. In Geralds Namen und Gestalt natürlich, aber dennoch,
Je mehr ich meinen Charme spielen lasse, desto weniger scheinst du ihm jedoch zu erliegen. Also sage mir, woran hapert es? Dass du so über Riem redest? Vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Schon mal daran gedacht? Unsinn. Alle Mädchen stehen auf mich. Ist das so? Dann beweise es. Mit Vergnügen. Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Da, die mit der Girlande. Ausgezeichnete Wahl. Ich finde, er redet so ein bisschen wie Wladimir von Everett. Ach. Wen haben wir denn da? So ein bisschen wie Jack Sparrow und dann noch irgendeinem anderen aus irgendeinem anderen Film. Ich guck grad nicht drauf. Wir sind uns nie zuvor begegnet, aber ich habe mein halbes Leben. Von dieser Art und Weise. Nicht von der Stimme her, sondern die gesagt, von der Art und Weise. Du auch noch. Warte doch, Schönheit. Sabotiere mich nicht, Charlie. Das gehört sich nicht. In Ordnung. Ich halte mich ab jetzt raus. Also es ist wie gesagt, dass du vom Himmel gefallen bist. Boah. Alter, das ist so einer der schlimmsten Sätze, die man einer Frau sagen kann, wenn man auf einem Fest, auf einer Feier ist oder allgemein. Alter. Nee. Eigentlich das zweite ist auch scheiße, aber das ist es noch. Ne? Das ist so dieser typische Macho, der auch in der Disco öfters, oder die so in der Disco öfters rumlaufen und denken, die kriegen jede Frau rum. Aber deren Art und Weise ist einfach so zum Brechen. Ey, unglaublich. Gerald müsste echt schämen. Du bist mehr als ein Mädchen. Du bist ein Wunder der Natur. Das geht doch in die Hose. Endlich hat uns das Schicksal zusammengeführt. Aber ich... Nun, ich weiß nicht, ob... Du brauchst nichts zu wissen. Ich weiß genug für uns beide. Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren. Gesellschaften? Wirkliche, echte Gesellschaften? In Novigrad? Aber wie? In Novigrad, Ochsenfurt, ja selbst in Kovir. Wo auch immer ich du willst. Das, ich weiß nicht mehr blicken, dass man das weiter macht. Schreiten. Da werde ich dir alles erklären. Neski, halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel seid ihr? Ihre Brüder. Oh nein. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, sie vor deinesgleichen zu beschützen. Ach du Scheiße. Ihr Punkt. Ich versuche die Sache hier irgendwie glimpflich zu überstehen. Bleib ruhig, Bursche. Es ist nichts passiert. Aber ich glaube, jeder Satz, den ich sage, dann dreht er eh irgendwie um. Einer unschuldigen Neid geführt. Wir haben alle gehört, wie unschuldig dein Gerede war. Du wolltest zur Scheune mit ihr. Was hattest du dort vor? Etwa weiterreden? Natürlich hätten wir geredet. Aber erst nach dem Tanz. Nennt mir nur einen Dummkopf, der nicht mit einer Schönheit wie ihr tanzen würde. Such dir eine andere Schönheit. Sonst tanze ich mit dir den Tanz der Zaunlatte. Geralt, du hast es ja mitbekommen. Ich habe eine friedliche Lösung gesucht, aber sie wollen kämpfen. Mir auch recht, daran habe ich auch Spaß. Stopp dir eine Zaunlatte von da drüben. Hast du vor Angst deine Eier verschluckt? Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Niemand schimpft Wladimir von Everett einen Feigling. Beruhigt euch, Jungs. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Dein Pech. Wir ziehen dir jetzt nämlich deine Mutantenhaut ab. Jetzt reicht's. Huah! Yeah! Zeig uns, was du drauf hast. Oh, ich versuche euch den Hintern. Statt einfach mal mit den Fäusten zu kämpfen. Gibt es eigentlich mal eine Feier, wo wir nicht gegen irgendwen kämpfen müssen? Für dreckige Schweinehirten. Ja, das hat gesessen. Dachtet ihr, ihr könntet mit einem von Everett, mit einem Hexer mithalten? Hinfort mit euch! Ich kann eure schiefen Fratzen nicht mehr sehen! Oh ja.
wohin so eilig, meine Liebe? Ich wollte doch eine Dame aus dir machen. Nein, jetzt hat sie, glaube ich, keine Lust mehr darauf. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun los, hinterher. Kommt nicht in Frage. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Warst du schon immer so charmant? Machst du dir irgendwie keine Gedanken darüber, dass du mit einem Geist redest? Hör zu, du musst dich zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gäste vermöbeln nicht. Erst recht nicht mit meinen Händen. Gut, ich versuche es. Oh oh, Shani ist im Anmarsch. Vermutlich wenig glücklich, oder? Mhm. Deine Verantwortung. Erklär du's ihr. Oh, na gut. Deine Methoden sind ungewöhnlich. Einer Frau den Hof zu machen, indem man ihre Brüder verprügelt, ist kreativ. Ich frage mich, was du sonst so in petto hast. Bin aus der Übung. Das ist Künstlerpech, meine Liebe. Ich bin eindeutig aus der Übung. Zeig mir ein Mädchen, dann werde ich dir beweisen, dass... Nein. Du hast genug bewiesen. Lass uns einfach Spaß haben, in Ordnung? Schließlich bleibt dir nicht mehr viel Zeit. Und er ist noch nicht betrunken. Gut, du hast wohl recht. Lass uns gehen. Sie hat auf jeden Fall ihren Spaß. Die amüsiert sich, glaube ich, königlich. Ach, tut das gut, mal wieder die Knochen knacken zu lassen. Ach, die wurde nur noch. Beeil dich! Es wird langsam peinlich. Toll. Hast du gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Vielleicht trägt sein Mädel Töpfe als Schuhe. Falls sie mal kein Klo findet. Du solltest meinen Pantoffel daraus holen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffeln. Ich habe gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Er ist bestimmt im Schlamm versunken. Dann wühl danach. Grab dich durch. Boah, was für ein Schnipfe. Geh doch barfuß tanzen. Was geht denn hier vor? Die spielen Sucht den Schuh. Nie gehört? Nie. Die Oberschicht hat andere Steckenpferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser, ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Oha! Das war noch nicht alles. Och. Bitte sei nicht nackt, bitte sei nicht nackt, bitte sei nicht nackt, bitte sei nicht nackt, bitte sei nicht nackt. Shani, doch, Schuh. Gerd, wenigstens eine Unterhose an. Ich beweise, dass ich für dich in jeden Abgrund tauche. Das war nicht weit. Sieh her, Schatz. Bin voll konzentriert. Ich weiß nicht, ist das der richtige Schuh? Da ist auch noch ein Schuh. Geralt, tauch! Dreh dich. Das müsste der Schuh sein. Wenn Geralt nicht in der Wand hier verstecken würde. Suchen aber gerne noch einmal. Da ist auch noch ein Schuh. Oder? Ja. Hier haben sich Pantoffeln jetzt hier. Jetzt sind wir mal, dass ich jetzt
543 Stück habe, wollte ich ja nur 500 machen. Boah, aber trotzdem viel. Ich glaube, meine Geduld war schon am Ende gewesen. Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Das darf ich jetzt noch zweimal machen. Viel Spaß dabei. Und sie gründet auf der Praxis. Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken, um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das merkst du jetzt erst? Ich finde, ich habe einen Kuss verdient. Such die Besitzerin der Schuhe. Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Shani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja, erkennst du ihn, Aschenputtel? Meinen Schuh? Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, ich meine, es hineingleiten. Diese Anspielung. Vielen Dank. Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Oh je. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen. Wie Braten und Schnaps. Tanzen wir die Scheune nieder. Genießen wir die gute Zeit. Es ist sehr verstörend, Geralt so zu sehen gerade. Aber es ist cool. Das wird dann der Hochzeitstanz von mir und Frisches. Da braucht man jetzt nicht viel können. Ja, aber das muss ich sogar von den Kaffeeboden 1500 fahren, dann der passt. Wow. Und nun etwas Besonderes für unsere besonderen Gäste. Heftig, Hexe ey. Geralt und seine entzückende Partnerin. Glaube ich jetzt schon mal ohne oder 200 aufgegeben. Spielt auf für das schöne Paar. Endlich geht's ans Tanzen. Komm, Schatz, ich zeige dir jetzt meine romantische Art. Du bist wirklich nicht übel. Mit einer Partnerin wie dir könnte sogar ein Stuhl tanzen. Wie bescheiden du bist. Ich tue mein Bestes, aber bei Bedarf kann ich einherschreiten wie eine Frau. Welch eine Kombination. Die Frauen sind sicher verrückt danach. Nun, ohne prahlen zu wollen. Nur aus Neugier. Wie viele hattest du? Ziemlich viele. Und keine davon hässlich, darf ich. Sonst trinkst du mir das Cross. Nur Frauen mit echten. Auch das glaube ich dir. Wobei sich natürlich keine mit deinen Reizen müssen. Wie lange brauchst du denn ungefähr fürs Craften? Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt? Oh nein. Ich glaube nicht. Ich crafte ein bis zwei Stimmen. Boah, Alter. Achso, wir haben es gut zu tun. Verstand verloren? Das habe ich. Meinen Verstand, mein Herz an dich. Ich bin mich echt bemüht, dass das damit nicht passiert. Du kannst sagen, was immer du willst. Aber deine Hände behältst du bei dir. Verstanden? Zürne mir. Das war alles ich scheiße. Nicht widerstehen. Ich
zürne dir nicht. Aber schnapp mich nicht aus. Ich habe lange gefastet, sozusagen. Aber gut, das nächste Mal frag ich. Charlie, darf ich dich küssen? Nein. Du bist unverbesserlich. Kann ich kurz mit Geralt sprechen? Wozu? Dieser Schnarcher hat dir nichts Interessantes zu sagen. Bitte. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Ich hätte mich dir nicht aufgezwungen. Oh, Croft, 32 Sekunden. Das war ein unschuldiger Kuss. Ich fürchte, das geht mir dann irgendwann auch bevor. Versteh mich nicht falsch. Mir war schon bisweilen danach zumute, aber... Aber was? Aber ich werde das in seiner Anwesenheit nicht näher ausführen. Freue ich drauf. Ja, ich bin schon in heller Vorfreude. Wie wär's mit einem Danke? Ich hab dir das Rotkehlchen in die Falle gelockt. Halt jetzt den Rand. Was ist denn jetzt los? Nichts. Das ist vergiss so wie es. Guter Kopf und böser Kopf. Hast du den Mann gesehen, der unser euer Lied angesagt hat? Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Gaunter Odin, der Spiegelmeister. Was macht er? Ich will es gar nicht wissen. Frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Ja. Der tut garantiert nichts zufällig. Und erst recht nicht. Genau, das ist das Problem. Ah, ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komme wieder rein. Ah, schon besser. Los, Charlie, verschwätzen wir nicht die ganze Nacht. So, ich mache aber einmal eine ganz kurze Pause. Die Nacht ist jung, komm, lass uns wild. Ich muss nämlich einmal ganz kurz wohin und dann bin ich gleich wieder da.